Und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Und heute gibt es die lang ersehnte IKEA-Vorstellung. Ich habe mir extra eine Kopie von dieser Welt gemacht, weil wir gehen jetzt in die Kopie. Die Originalwelt möchte ich noch behalten. So kommen wir dann hier in dieser schönen Welt an. Wir können hier erstmal ein bisschen was ausschalten, dann läuft das auch am Ende flüssiger. Und ich würde sagen, zu Anfangs gibt es erstmal ein schönes Rundflugvideo. Sehen, ist das Ganze doch ein relativ schönes Teil. Jetzt sehen wir hier, wichtig, bitte diese Kiste öffnen. Da habt ihr dann ein Buch drin. Das nehmen wir uns jetzt mal und da haben wir Mitarbeiterschlüssel und Tom plus Wolf Schlüssel. Das Buch. Und da habe ich ein paar Informationen hingeschrieben, was hier so Sache ist. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir hier hinten in der Ecke einfach mal an. Mit dem Häuschen. Dieses Häuschen hat der liebe Wolfi hingebaut. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Hier oben haben wir einfach so Lampen, die Sachen anzeigen. Das könnt ihr euch dann selber anschauen. Hier gibt es einen Notausgang. Gibt es noch eine obere Etage. Das könnt ihr euch dann alles selber anschauen und erkunden. Dann gibt es hier schon die erste Mitarbeiteraktion, und zwar ein Mitarbeitereingang. Jetzt werden sich einige fragen, wo ist denn mein Schlüssel? Hier ist der Schlüssel. Dann gibt es hier so einen Diamantenparkplatz. Da kann man den Tom plus Wolf Schlüssel nur einwerfen und dann geht die Tür auf. Ihr könnt da zwar auch den anderen reinlegen, aber ihr seht, da passiert nicht so viel. Der Tom plus Wolf Schlüssel macht was. So, damit hätten wir das schon mal geklärt. Dann fliegen wir mal weiter. Hier gibt es eine Klingel. Funktioniert ganz super. Hier haben wir dann nochmal einen Mitarbeiterbereich. Wie wir sehen, ganz schön. Hier haben wir Toiletten. Und hier vorne habe ich ein Schild vergessen. Hier gehört normalerweise noch das Schild WC Herren hin. Das könnt ihr dann noch ergänzen. Auf jeden Fall, hier haben wir WC Herren, hier haben wir WC Damen. Ganz toll, können wir hier noch die Tür zumachen und sind dann hier drin und können hier ein bisschen rumgucken. Das schauen wir uns gleich an, denn ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hoch und gehen hier diesen Weg entlang und gucken uns hier einmal diese Technik an. Hier ist die Restauranttechnik. Da sehen wir dann nachts, wenn das Ganze hier dunkel wird. Ja, genau. Also wenn es Nacht wird, dann sehen wir hier, bewegen sich einmal diese alle Kolben. Wenn es Tag wird, das gleiche. Das ist einfach aus dem Grund, weil da unten so Klappen sind, die nicht aufgehen sollen. Hier sehen wir das Lagersystem. Wenn wir so ein bisschen nach hinten durchschauen, ist aber auch nicht so das Spektakulärste hier,
was es hier zu sehen gibt. So, dann, wenn man hier natürlich in diesem Ikea ist, sollte man hier im echten Ikea auch ein bisschen Geld mitbringen. Am besten Diamanten, weil das ist hier die Währung. Hier steht dann nämlich zum Beispiel 2 Diamanten zahlen. Und hier sehen wir jetzt, wenn wir genauer hinschauen, dass die Zahlen sind. Und das stimmt auch, bei dem Trampolinspringen kann man noch Zahlen lernen. Und hier ist ein kleines Klettergerüst. Das ist ein Deko-Objekt, hier sind Boote drin. Kann man sich hier hinstellen. Kann man hier runterfahren. Ganz toll, kann man hier aussteigen. Kann man einfach rausgehen, das Boot wird vernichtet. Da haben wir gerade einen Klick gehört. Und dieses Klick hat dieses Boot jetzt wieder da nach oben gebracht. Das gehen wir jetzt natürlich auch noch einmal kontrollieren. Und wie ihr seht, die Kiste ist wieder voll. So. Klettern wir mal hier wieder zurück. Gehen hier raus. Steht natürlich Kinderplatz nur tagsüber geöffnet. Das lässt sich natürlich auch mal wieder überprüfen. Da schließt sich hier diese Türe. Diamanten kann man noch einlegen. Dann kommt man raus zum Beispiel. Oder wenn man hier hinten ist und über diese Druckplatten läuft, öffnet sich diese Tür und öffnet sich auch diese Tür. Kann ich natürlich auch einmal zeigen. Die Tür da hinten geht jetzt gleich zu. Und dann kann man jetzt hier drüber gehen. Zack. Und dann geht die Tür jetzt gleich wieder zu. Insgesamt merkt man, wenn man nachts hier drin ist, dass man sich hier nicht drin aufhalten sollte. Weil hier zum Beispiel habe ich das gesperrt. Also hier kann man dem System 2 Diamanten reinlegen und muss man dann halt warten. Und ich sage, und hier verbergen sich nämlich Lampen hinter. Ja super, jetzt waren wir so langsam. Und hier haben wir dann ganz tolles Essen liegen, was natürlich von einem MyCard alle 5 Minuten eingesammelt wird. Dafür verbirgt sich hier hinten eine kleine Technik. Machen wir wieder zu, hat keiner gesehen. Auf jeden Fall werden die Sachen alle 5 Minuten eingesammelt und das war's. So. Man sieht, hier gibt es hier noch einen Mitarbeiterbereich. Zack. Da legen wir auch mal unseren Schlüssel ein und dann sehen wir schon, okay, hier sind ein paar Command-Blöcke, die sind für diese ganzen Zettel hier in dem Bereich zuständig. Dann gibt es hier oben die Kisten und die Trichter, wo man dann beobachten kann, wie voll das Ganze noch ist. Normalerweise, wenn sich keiner was nimmt, müsste der immer voll bleiben. Das kann sein, dass das System manchmal nicht ganz effizient arbeitet und ein Item irgendwann mal verschwendet. So, jetzt hat man gerade gehört, ist der Zug da unten lang gefahren. Wir sehen auch, hier ist aktuell 63. Wir warten aber mal kurz, jetzt ist hier wieder 64. Also das heißt, wir haben gesehen, das wurde einmal unten eingesammelt, dann hat das System neu hingeschmissen und dann wurde das, der Zug sammelt das ein, dann wartet hier kurz diese Küche, das heißt kurz liegen dann da keine Sachen und dann kommen da wieder Sachen hin. Und auch hier merkt man natürlich auch wieder, wenn es Nacht ist, soll man nicht einkaufen. Dann geht einfach diese Türe zu. Die Druckplatten sind wieder dafür da, dass man hier rauskommt. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal zeigen. Hier steht Zettel. Oh, Sitzecke. Und hier steht auch Zettel. TV-Ecke. Super. Haben wir uns das mal gekauft. Hier sind alle Zimmer unterschiedlich eingerichtet. Die könnt ihr euch dann alle mal anschauen. Und hier vorne gibt es natürlich einen kleinen Bereich, den ich sogar gebaut habe. Den Rest hat der liebe Wolfi hier gebaut, der jetzt zurzeit leider noch nicht mit dabei ist. Ja. So, das war jetzt eigentlich mal alles, was wir
Hier erkunden konnten. Jetzt gehen wir mal hier hin. Bitte nur ein Zettel einlegen. Ihr könnt natürlich auch drei Zettel hier reinlegen. Dann steht die zwei Diamanten sein. Dann müssen wir jetzt natürlich rechnen. Ne? Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Was man gehört hat, dass es dem alles einmal durchgezählt. Natürlich, das zählt nicht die Diamanten, die ihr hier reinlegt. Das heißt, wenn ihr hier drei Zettel reinlegt, kann sein, habt ihr Glück. Und ihr habt nur zwei Diamanten bezahlt. Das habe ich nicht gemacht, weil ich darauf keine Lust hatte. So, jetzt wird man hier fährt zum Zug hin und her. Der verteilt jetzt gerade die ganzen Items, die hier angekommen sind, auf Trichter. Und diese Trichter tun das dann hier vorne in die Kiste rein, ist auch klar. So, jetzt hört man, der Zug ist wieder stehen geblieben. Hier schaltet sich alles ab, was nicht irgendwie laufen muss. So, und dann könnt ihr hier einfach rausgehen. Ihr seht jetzt, aktuell leuchtet es rot und jetzt leuchtet es nicht mehr rot. Das heißt, jetzt kann man wieder hier reingehen. Dann brauchen wir hier wieder unsere Mitarbeiterkarte. Zack. Hier können wir nochmal die Tür sperren. Wenn wir sagen, wir machen mal Reparaturarbeiten. Da ist auch die rote Lampe, die habe ich einfach hier direkt so angeschlossen. Hier sieht man, hier tropft es, hier ist der Weg von den Items, ja. Und hier, wenn ihr rangeht, hier die Treppen wieder hoch, habt ihr hier so ein Schauglas und hier noch so ein Schauglas. Da seht ihr dann, wenn Items, wenn Diamanten hier ankommen. Die kommen zum Beispiel von hier oben, von der Kasse. Ah, hier ist der Command-Block für die TV-Icon. Egal, ja, und hier ganz, ganz unten seht ihr den Einnahmewert, den der IKEA so in der Testzeit, wo wir hier ein bisschen rumgetestet haben, ob das Ganze funktioniert, was der so eingenommen hat. Zack. So, das war's. Mit diesem Projekt. Abschließend muss ich sagen, ist das ein ganz schönes Projekt geworden. Es hat Spaß gemacht, mit euch gemeinsam auf YouTube das Ganze aufzunehmen. Und wir sind schon dabei, am Überlegen, unser nächstes Projekt zu planen. Wenn ihr natürlich Ideen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Meistens bin ich auch öfter auf Twitch live, deswegen würde ich euch da auch nochmal sagen, wenn ihr Lust habt, live mir mal zuzuschauen beim Bauen, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu meiner Webseite. Da kommt ihr auch auf meinen Discord-Server und findet hier den Download-Link von diesem ganzen IKEA-Gebäude. Und damit würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, genießt das Wetter draußen. Nein, bleibt natürlich zu Hause und guckt, dass ihr nicht zu viel nach draußen geht.